Meine lieben Zuschauer da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Crew. Ich und mein kleiner Ferrari. Wir chillen hier so ein bisschen am Straßenrand. Und wir haben beim letzten Mal ja zusammen das eine Rennen gemacht, die nächste Mission gemacht. Und ja, ich würde sagen, jetzt können wir einfach weitermachen, oder? Was machen wir? Was machen wir? Was wollen wir machen? Hier steht zum Beispiel eine fette Corvette am Straßenrand. Ja, also wir haben missionstechnisch, lass mich mal eben nachschauen. Was haben wir da überhaupt noch so am Start? Missionsmäßig. Wir haben Autoteile da. Ja, ist ja alles schön gut. Ist ja alles schön und gut. Alles schön und gut. Aber was ich gerade suche, sind ja Missionen. Achso, ich habe die gerade gar nicht aufgedeckt. Moment. Story-Mission. So, die suche ich doch. Und da haben wir hier auch schon die nächste. Das Einwiegen heißt die. Und dafür ist das ist wieder ein Geländerennen. Und ich würde sagen, da fahren wir einfach hin und machen dort das Geländerennen. Jetzt sehe ich nur gerade, wir haben hier in der Nähe eine Radarstation. Vielleicht fahren wir erstmal die Radarstation holen. Das wäre vielleicht ganz gut. Machen wir das erstmal. Schauen wir erstmal nach einer Radarstation. So, fahre ich erstmal mit meinem Ferrari noch hin. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Selbes T-Shirt, selber Tag. Ich habe jetzt die Lenkung noch mal ein bisschen weniger empfindlich gemacht. Die war sehr krass. Ich habe die jetzt auf 280 Grad statt auf 260. Und beim letzten Mal haben wir uns um den Rekord vom guten Cam gekümmert, den der hier auf der Strecke hatte. Und den haben wir geschlagen. Oh, Mick, du hast der Polizei entwischt. Das ist aber gut. Und ich fahre jetzt einfach mal so ein bisschen in die Richtung von der nächsten Mission. Zum nächsten Geländerennen. Ich liebe Geländerennen und ich freue mich jetzt schon drauf. So, jetzt geht's schon so ein bisschen semi-offroad. Das ist ja noch keine richtige Geländestraße, deswegen bleibe ich mal noch beim Ferrari. Noch setzt er nicht auf und kriegt eine Unterbodenbehandlung. Insofern kann er ruhig noch draußen bleiben. So ein bisschen was muss der aushalten. Da war's gerade wieder. Habt ihr das gehört? Nee, nee. Plötzlich dreht er hoch und ich habe immer noch keine Erklärung dafür gefunden. Ganz komisch ist das. Also so in den höheren Gängen, wenn man durchdrückt und dann, wenn er so über die 7000 geht, dann klingt er plötzlich ganz komisch. Ich weiß nicht, ob man das hören kann in der Aufnahme. Ja, jetzt war es gerade wieder nicht, aber manchmal ist es und manchmal ist es nicht. Also ich denke mal, ihr könnt das raushören und wenn jemand eine Erklärung dafür hat, dann schreibt es mir bitte. Ja, jetzt wird es tatsächlich so ein bisschen zu einem Offroad-Ferrari hier gerade. Ist zwar noch ein bisschen asphaltiert, also ist noch kein richtiger Feldweg, aber ansonsten holpert das schon ganz schön. Der arme Ferrari wird jetzt gerade mal ein bisschen auf seine auf Herz und Nieren getestet, wie man so schön sagt. Das muss der abkönnen, das muss der alles abkönnen. Der soll sich nicht beschweren. So, irgendwo hier werden wir eine Radarstation finden. Ich weiß nur noch nicht wo. Muss ich mal eben auf die Karte schauen. Irgendwo hier in der Richtung. Hier blinkt der Radar. Ah doch, wir sind schon richtig. Also ich vermute mal noch weiter in die Richtung dann fahren. Wenn jetzt noch gar nichts auf der Karte angezeigt wird gerade. Ja, aber immer noch blinkt nichts. Also, wo ist der Radar? Immer noch keine Anzeige auf der Karte. Dann fahre ich erstmal die Sehenswürdigkeit da vorne holen. Wenn der mir nichts anzeigen möchte, dann hole ich halt Sehenswürdigkeiten. So, Raumfahrtindustrie haben wir hier. Das gibt 2000 Bucks. So, das war aber immer noch nicht das, was ich wollte. Ich wollte nämlich eigentlich den Radardingens finden. So, ja, wo ist es denn? Wo ist es denn? Wird mir nichts angezeigt hier. Menschenskinder. Bin ich zu schnell dafür oder was?
Ich kann natürlich mal einfach hier irgendwo ins Gelände fahren. Vielleicht finden wir dann was. Dafür ist der Wagen natürlich auf jeden Fall der falsche, aber macht ja nichts. Also ich kriege hier nichts angezeigt. Was ist da los? Haben wir den schon oder was ist hier verkehrt? Vielleicht auch auf der anderen Seite oder was? Ich reiß mal darüber eben mit der Blitzreise. Vielleicht wird uns dann was angezeigt. Aha, Moment. Jetzt sind wir näher dran. Sehr gut. Also andere Seite des Flusses. Jetzt bin ich auf dem richtigen Weg hier. Ah komm, das kann ich dem armen Auto ja nicht antun. Ich werde mal eben... Das können wir dem armen Ferrari nicht antun hier. Guckt ihn euch an. Der leidet doch schon. Wir wechseln mal eben auf unseren Geländewagen. So wie sich das gehört. Und dann geht's weiter. So, aber wo finden wir jetzt hier den Radar? Das ist die Frage. Also der ist da vorne in die Richtung. Jetzt würde ich gerne mal wissen, ob ich den auf der Karte schon entdecken kann. Oder ist er auf der Seite hier? Nee, das sind Häuser. Nö, ich erkenne noch nichts. Also irgendwo hier wird er jedenfalls sein. Wir werden ihn schon finden, ne? Also mit der Karte findet man ja doch dann immer ganz gut alles. Aber ich sehe noch gar nichts gerade. Es wird wahrscheinlich... Ach, da ist er! So, jetzt müsste er mir aber auch auf der Karte angezeigt werden, oder? Nö, nix, der wird nicht auf der Karte angezeigt. Ist das clever? Naja, gut. Da sind wir jedenfalls. Und den haben wir auch gefunden. Können wir eigentlich überspringen, aber ich schaue mir die ja doch immer ganz gerne an. So, und da sind wir wieder. Und damit haben wir hier die Region auch aufgedeckt. Raumfahrtindustrie. Und können jetzt also zum nächsten Geländerennen nach da oben weiterfahren. So, dann würde ich mir jetzt da den Wegpunkt setzen. Und da es eh ein Geländerennen ist, bleibe ich jetzt auf meinem Fokus. Und wir fahren also in die Richtung. Dafür sollte man wahrscheinlich einen Gang reintun. Ja, der ist natürlich geländemäßig sehr viel besser unterwegs als der Ferrari. Aber ist schön hier die Gegend. Es sind auch andere Bäume. Inzwischen Palmen haben wir hier eher. Sieht echt gut aus hier. So, wir sind auch gerade ganz gemütlich unterwegs hier. Nicht allzu schnell, ne? Weil wir wollen ja keinen Ärger mit der Polizei kriegen. Und ich werde gerade irgendwie verfolgt, habe ich das Gefühl. Von irgendwem, der aber nicht in meiner Freundesliste ist. Von Labello-Fan. Och, wie süß. Der Name ist aber echt schnucklig, mein Lieber. Komm her, du Labello-Fan, du Schnuckliger! Ach du Scheiße. Und hinter uns ist noch jemand. Zocker Jojo. Der ist aber tatsächlich sogar in meiner Freundesliste. Zocker Jojo und Labello-Fan. Ja, nur die coolsten hier am Start. Oh, shit! Ja gut, da kommt einfach mal irgendwas aus den Rohren. Ist bestimmt gesund. Ich hab gehört, ihr sucht nach mir. Cam? Woher hast du die Nummer? Mach dir darum keinen Kopf. Ich werde rechtzeitig an diesem Ort sein. Nicht, dass ich dich holen muss. So, mein lieber Labello-Fan, du fährst ein bisschen langsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, besser, du haust mal ein bisschen Nitro raus, sonst macht mein Fokus sich nämlich locker nass. Mach da auch so, mein Lieber. Tu mal ein bisschen was in dein Camaro rein, meine Güte. Kann ja nicht sein, dass mein Fokus sich so locker abzieht. Oh, Wildwechsel. So, Zocker Jojo ist schon da. Wenn man mal schön driften will und dann aber Verkehr auf der Straße ist, ne? So ist das halt. Da denkt er doch, er kann an uns vorbeiziehen. Nö, mal lieber. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nicht mit mir.
Wunderbar! Schön vorbei. So, da vorne haben wir eine Sehenswürdigkeit, die nehme ich noch eben mit und dann können wir hier zu dem Rennen fahren, links. Oh, da war sie schon. Ich bin fast dran vorbeigefahren. Hier haben wir Nashville und dafür gibt es ein bisschen Geld. Sag ich nicht nein. Ja, sag ich nicht nein. 2000 for free, wie man so schön sagt, den nehme ich natürlich gerne. Jetzt haben wir hier gerade auch einige um uns rum. Wow! Okay, okay, ich sehe es ein, du bist ein Krankenwagen und ich sehe ein, dass du zu deinem Einsatz musst, aber mir volle Kanne reinfahren, das muss echt nicht sein. Ich muss nämlich nachher die Reparatur bezahlen. So, hier haben wir das nächste Rennen, das Einwiegen und das ist ein Geländerennen, auch wenn wir hier gerade mitten in der Stadt sind. Los geht's im Einzel. So, Zocker Jojo lädt mich jetzt gerade ein, das möchte ich aber gar nicht. Wobei, der nimmt natürlich auch, das ist natürlich dieselbe Mission, also ja, können wir annehmen, komm. Nehmen wir es an, fahren wir mit Zocker Jojo hier. Es ist ja immerhin die Mission, die wir auch machen wollen. Oh, da vorne ist auch irgendwo ein Autoteil, sehe ich gerade. Da könnte ich aber noch eben in die Richtung fahren. Ah gut, jetzt geht das Rennen schon los. Auf jeden Fall ist da noch irgendwo ein Autoteil. Je nachdem, wenn wir da rauskommen, können wir das ja noch holen dann. Aber erstmal fahre ich jetzt hier mit Zocker Jojo das Einwiegen. Gewinne das Rennen. So, mit schicken Gelände-Porsches, aber ich finde meinen Fokus trotzdem cooler. Wie alle, die Schiff hinter mir hergeschickt hat. Geh jetzt, oder du verschwindest für immer. Das so, genau. Wir wissen ja, dass Cam schon einige getötet hat. Wir wissen, dass er einige getötet hat und er ist ein gefährlicher Kerl. Und jetzt schauen wir mal, ob wir uns mit ihm anlegen können. Los geht's! Du kannst nicht siegen. Der Süden frisst dich auf. Und wir fahren also jetzt mit Cam und gegen Cam. Und das ist der rechts neben uns im Porsche, den ich gerade überholt habe. Und der uns jetzt gerade mit Nitro wieder überholt. Nur weil er Schiss kriegt. Woo, shit! Oh mein Gott! Was zur Hölle war das denn? So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Auch mal ein bisschen Nitro raushauen hier, wenn die mit ihren ganzen Nissans und Porsches kommen und ich mit meinem Fokus dagegen gewinnen muss. Aber egal, wir ziehen vorbei. Das hat gar nichts zu bedeuten. Achtung, Hubbel! Okay, alles überstanden, weiter geht's. Und Zocker Jojo ist schon 200 Meter hinter uns, keine Ahnung, was der Kerl macht. Fahren kann er jedenfalls nicht. Oder er hat den Start verpasst, keine Ahnung. Nee, er ist Vorletzter. Also er hat den Start nicht verpasst, er ist einfach nur lahm. Sprung! Wow, okay. Und da vorne kommt wieder Dampf aus dem Rohr. Ich sehe doch nichts, wenn das da rausqualmt. Leute, passt doch mal auf eure Fabrik auf. Oh, ich liebe Geländerennen, Leute. Ich kann es nur wiederholen. Es macht so Spaß, mit dem Fokus durchs Gelände zu driften. Es macht so Spaß. Und ich bin immer noch der Meinung, dass wir uns demnächst mal irgendwie für Geländerennen einen Nissan Skyline holen könnten. Das habe ich ja beim Creedless oder so gesehen oder beim Eric. Einer von denen hatte einen Skyline als Geländewagen und da habe ich auch Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber eigentlich ist das hier für mich der typische Rallye-Geländewagen Ford Focus RS. Insofern bin ich da immer noch sehr zufrieden mit. Und wie ihr seht, kann ich auch damit gut die erste Position halten. Gewonnen habe ich zwar noch nicht, aber wir können damit gut Erster sein. Insofern, und man kann ja auch jeden Wagen upgraden. Es ist ja wirklich so in dem Spiel, dass man mit jedem Wagen gut sein kann, weil wir halt auch jeden Wagen upgraden können. Ist also nicht so, als müsste ich den Fokus irgendwann wegtun. Nö, den kann ich auch noch eine ganze Weile behalten. So, hier auf dem Gelände fährt der Wagen nicht sehr viel schneller, deswegen muss man manchmal mit Nitro nachhelfen. Ansonsten halte ich hier gerade locker flockig meinen ersten Platz. Nur, dass ich den Checkpoint verpasst habe. Aber das gilt Gott sei Dank trotzdem noch. Du hast keine Chance, Kleiner. Und jetzt hat mich gerade Curtis überholt. Cam ist zwar gerade auf Platz 4, aber Curtis hat mich überholt. Den muss ich also wieder hinter mich bringen. Sprung! Okay. Im Kopf habe ich gerade so diese Ansagen wie bei Dirt 3, diese Rallye-Ansagen, wo er einem dann sagt, in wie vielen Metern eine Kurve kommt und ein Sprung und wann es wo weitergeht und so. Das habe ich gerade so ein bisschen im Kopf.
Er fragt, ob das alles ist, während ich auf Platz 1 bin und er auf Platz 4. Ja gut, mein lieber Cam. Laber ruhig. Solange du nicht fahren kannst, soll es mir recht sein. Wildwechsel, ja, super, die rennen mir direkt wieder vor die Schnauze hier. Sprung, okay, alles gut. Ja, und bisher, also es sind noch zwei Checkpoints, ich bin immer noch gut Erster. Zielgerade, Penner. Und ich glaube, wir werden das locker gewinnen, während Zocker Jojo 1,24 Kilometer hinter uns ist. Keine Ahnung, was der gemacht hat. Ich chill jetzt hier im Ziel und warte auf ihn. Du, 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 du. Na, da, 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 da. Ja, er möchte nicht mehr kommen. Okay. Ja, keine Ahnung, was er da hinten gemacht hat. Jedenfalls war das keine gute Leistung, mein lieber Zocker Jojo. Also er hat es nicht mehr ins Ziel geschafft. Sorry für ihn, möge er in Frieden ruhen, aber das war wirklich nichts. Aber Cam hat auch keine Leistung gezeigt, den habe ich auch locker fertig gemacht und bin natürlich Erster geworden. Silber gibt's dafür und Reifen Stufe 23 mit einem Bremsbonus und das bringt unseren Wagen hier auf 363. Ja, Zocker Jojo hat 1000 Punkte bekommen, Bronze ist nicht mal ins Ziel gekommen. Das ist natürlich echt schade für ihn. Ich weiß nicht, was für ein Level er hat, aber das war ja gar nichts. Nicht schlecht. Aber so leicht holt man sich die Südstaaten nicht. Wir sehen uns wohl noch. So, da brennt ein Fabrikgelände. Das haben sie jetzt extra für uns hier für die Mission nochmal inszeniert alles. Du schlägst ganz schön Wellen. Ich wusste, dass sie anrufen. Jeff wird nicht immer V8 sein. Ich habe Cam beim Spiel um den Thron unterstützt, aber du erscheinst mir engagierter. Ich bin ganz Ohr. Gut, ich melde mich. Das war wieder unser unbekannter Anrufer, den kennt ihr ja. Das ist der Cop, hinter dem wir her sind. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Coburn oder sowas. Hier haben wir jedenfalls noch eine Sehenswürdigkeit. Old Louisiana. Auch da gibt es wieder Geld für natürlich. Und ansonsten, ja, würde ich fast sagen, war es das auch schon wieder für diesen Part, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen bei The Crew und schalte beim nächsten Mal dann wieder ein. Auch der Part hat Gott sei Dank ohne Crashs geklappt und wir haben gut was geschafft hier und die Mission gewonnen. Ich fahre auch eben hier die eine Challenge, wollte ich gerade sagen, und bin dann voll gegen die Wand gesemmelt. Oh mein Gott, hat der mal wieder ein hässliches Auto, ne? So ziemlich das Hässlichste, was ich mir an Autos vorstellen kann. Ist wahrscheinlich sogar ziemlich teuer oder selten, aber... ich find's einfach nur grottenhässlich. So, fahren wir nochmal hier um die Kurve. Also so richtig schaffe ich das gerade noch nicht, hier auf der Linie zu bleiben, aber macht ja nichts. So, also das mache ich nochmal, das war ja gar nichts. Und dann können wir beim nächsten Mal dann, ja, mit dem Rest weitermachen. Ich weiß nicht, was es da noch an Missionen gibt. Ich wollte jetzt gerade nur noch hier die Challenge eben machen. Gar nicht so leicht, dabei auf der Strecke zu bleiben, weil das ja doch sehr kurvig ist hier. Aber jetzt klappt es zumindest besser als beim ersten Mal. Vielleicht reicht es ja diesmal zumindest für Bronze oder sowas. Nö, reicht für gar nichts. Hä, was ist denn da los? 44 Punkte haben mir gefehlt bis zu Bronze. Na gut. Also, macht nichts, kriegen wir nicht mehr hin. Schaut beim nächsten Mal wieder rein bei The Crew. Euer Walle. Bye, bye.